Ich gehe stark davon aus, dass du Hundebesitzer bist und dass du dir die folgende Frage öfters gestellt hast: Warum frisst eigentlich mein Hund Gras? Diese Frage besprechen wir in diesem Video, daher bleib dran. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt. Bevor wir uns in das Thema dieses Videos stürzen, möchte ich dir eine Kleinigkeit empfehlen. Nämlich diesen Kanal hier unten gleich zu abonnieren und das Glöckchen zu drücken, damit du die nächsten Videos und hilfreichen Tipps rund um das Thema Tiergesundheit nicht verpasst. Und gleichzeitig unterstützt du damit diesen Kanal und auch mich. Aber nun geht's weiter im Thema. Nun, warum fressen Hunde Gras? Es gibt viele Theorien, warum Hunde Gras fressen. Nun möchte ich dir die häufigsten kurz aufzählen. Manche Theorien meinen, dass Hunde Gras fressen, damit sie Magenverstimmungen behandeln. Andere wiederum meinen, damit sie ein Erbrechen provozieren. Weiters geht man bei manchen Theorien davon aus, dass Mangelerscheinungen herrschen und damit Hunde diese Mangelerscheinungen ergänzen, fressen sie Gras. Oder aufgrund von Mangel von Ballaststoffen. Wiederum andere Theorien meinen, dass Hunde Gras fressen aus Langeweile oder weil es ihnen einfach schmeckt. Nun, was stimmt eigentlich? Mit der Frage, warum frisst mein Hund eigentlich Gras, bist du nicht alleine. Ich habe mir die Frage gestellt, zahlreiche andere Hundebesitzer und auch viele Forscher. Daher gibt es auch einige Studien zu diesem Thema, die ich mir angeschaut habe und dir nun mitteilen will. Bevor wir mit den Studien weitermachen, möchte ich dich kurz etwas fragen. Frisst dein Hund Gras und was kannst du nach dem Grasfressen bei deinem Hund beobachten? Diese Frage bzw. deine Antwort würde mich sehr interessieren. Schreib mir das bitte kurz hier unten in die Kommentare. Ich konnte eine sehr interessante Studie zu diesem Thema finden. In dieser Studie wurden 1399 Hunde beobachtet, die regelmäßig Gras fressen. Und man hat geschaut, okay, 1399 Hunde haben Gras gefressen, erbrechen diese danach oder nicht. Und man hat festgestellt, dass nur 6 Hunde nach dem Grasfressen erbrechen. Nun, was kann man daraus schließen? Die Annahme oder die Theorie, dass Hunde Gras fressen, weil sie eine Magenverstimmung haben oder weil sie erbrechen wollen, kann damit nicht bestätigt werden. Es gibt noch andere Studien, die dieses auch belegen. Das heißt, die Theorie, dass Hunde Gras fressen, um anschließend zu erbrechen oder weil sie eine Magenverstimmung haben, kann damit nicht bestätigt werden. In anderen Studien wurden Hunde getestet, die Gras fressen, ob diese Mangelerscheinungen haben. Und in diesen Studien konnten keine Mangelerscheinungen festgestellt werden. Das heißt, die Theorie, dass Hunde Gras fressen, weil eben eine Mangelerscheinung oder ein Mangel an Ballaststoffen herrscht, kann auch nicht bestätigt werden. Des Weiteren wurden in zahlreichen anderen Studien umfangreiche Beobachtungen gemacht, zahlreiche Tests und man konnte zu einer Erkenntnis kommen. Nämlich, man hat festgestellt, dass die Vorfahren des Hundes, nämlich der Wolf, auch regelmäßig Gras gefressen hat. Daraus kann man schließen oder annehmen, dass das Verhalten, nämlich das Grasfressen, ein angeborenes Verhalten ist, welches trotz Domestikation bei unseren Hunden noch immer vorzufinden ist. Das heißt, man nimmt an, dass das eine vererbtes Verhalten ist, welches jedoch stark durch das Muttertier oder andere Hunde beeinflusst werden kann. In diesen Studien wurde auch festgestellt, dass 90% aller Hunde Gras fressen. Daher kann man annehmen, dass im Prinzip fast alle Hunde Gras fressen und daher möchte ich dir als Fazit oder kleine Zusammenfassung etwas mitgeben. Wenn dein Hund Gras frisst, dann solltest du keine großen Sorgen haben. Wie wir nun wissen, haben wir keine klare Antwort, warum Hunde Gras fressen. Wenn du jedoch beobachten kannst, dass dein Hund nach dem Grasfressen immer wieder bricht
oder Durchfall hat oder andere Komplikationen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall zum Tierarzt gehen, er soll sich das anschauen. Und wie immer, bei Zweifeln, bei Sorge, lieber einmal öfter zum Tierarzt gehen, als dann doch zu spät. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen. Ich würde mich nun über einen Daumen hoch sehr freuen. Danke, dass du hier dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir gesunde Grüße und deinem Vierbeiner.